Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch ein weiteres Armband zeigen, was ihr mit zwei Gabeln anfertigen könnt und möchte aber vorher noch ein kurzes Thema ansprechen. Und zwar haben viele sicherlich von euch gemerkt, dass ich jetzt auch andere Videos mit drauf habe. Speziell wird in den nächsten Wochen ja viel Kinderspielzeug vorgestellt, ausgepackt, getestet und ich möchte sagen, dass es kein Testblock speziell wird. Also ich werde Loombands als mein Hauptthema ja lassen. Also ihr braucht wirklich keine Angst haben, dass jetzt keine Loombands Videos mehr kommen. Es ist einfach nur so, Loombands ist ein Trend und früher oder später wird auch dieser Trend vorbeigehen und ich möchte einfach nicht, dass mein Blog oder mein Kanal dann ja auf einmal keine Besucher mehr hat, dass da nicht mehr Interessantes drauf ist. Und deswegen möchte ich meinen Kanal jetzt so entwickeln, dass ich ganz, ganz viele Themen im Do-it-yourself-Bereich euch zeigen möchte und vor allen Dingen Kinderspielsachen, Kinder überraschen und ja, Kinderüberraschungen zeigen, auspacken. Und ich bin da so ein bisschen inspiriert von den ganzen YouTubern, von den YouTubern in der USA. Und mir gefällt das einfach. Und ich sehe, wie meine Kinder vor YouTube sitzen und sich das ansehen. Und es gibt sowas noch nicht in Deutschland. Also ich habe einen Kanal entdeckt, der heißt, glaube ich, Spiel mit mir. Das ist ein sehr schöner Kanal, wo Kinderspielzeug gezeigt wird. Und ja, meinen Kindern gefällt das einfach. Und ich möchte das dann halt auch so ein bisschen in diese Richtung dann machen. Aber auf keinen Fall denkt bitte nicht, dass jetzt keine Loombands-Videos mehr kommen. Ich werde mich voll und ganz noch dem Loombands widmen, solange bis, ja, bis das gefragt ist. Also habt keine Angst, es wird einfach nur der Kanal. Ihr habt schon gesehen, Servietten falten. Es wird jetzt demnächst Tutorials geben, wie ihr Weihnachtsschmuck anfertigen könnt. Die ganzen Paracord-Bänder, das kommt alles noch. Ich bin im Moment noch ein bisschen in der Planung. Und es wird in Zukunft sehr, sehr, sehr viele Videos geben in den verschiedensten Bereichen. Ich werde auch die Loombands-Videos, die jetzt zum Beispiel mit Ton drehen. Und wo ich dazu rede in Deutsch. Und dann wird es aber die Videos genau nochmal das gleiche geben, ganz langsam, nur mit Hintergrundmusik und ich rede nicht, damit die Videos auch weltweit gefunden werden. Also das war jetzt nochmal so eine kleine Sache, die ich euch ja näher bringen wollte. Und ja, es wäre schade, wenn ihr da euer Abo kündigt. Und ja, ich freue mich über jedes Abo. Ich bin total. Ja, total froh, dass es euch gibt und ich mache das eigentlich alles ja für euch, dass ihr Spaß habt und dass ihr immer viel, viel Abwechslung habt. So, genug geredet und dann fangen wir mal an. Es ist, wie gesagt, eine weitere Variante mit einer Gabel oder mit zwei Gabeln. Und es wird wieder so aufgebaut sein, dass eine Farbe in der Mitte, was meistens schwarz oder weiß ist, vorhanden ist. Bei mir ist das heute ein schönes Dunkelblau. Die Bänder sind alle von Rainbow Loom. So, das Dunkelblaue. Und dann werde ich bei der anderen Variante wechseln mit rosa Glitzer und hellblau Glitzer. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. So ein bisschen glänzt es hier. So, diese drei Farben werde ich verwenden. Wie gesagt, ich wechsle zwischen rosa und hellblau ab. Und das Dunkelblau wird sich immer wiederholen. So, jetzt fangen wir an. Zuerst mit dem hellblau Glitzer. Und zwar spannt ihr das von 1 zu 1 über Kreuz. Viele, die meine Videos kennen, wissen, wie ich meine Gabeln aufteile. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, ihr spannt also das erste hellblaue Gummiband von 1 zu 1 über Kreuz. Das nächste hellblaue Gummiband spannt ihr über 2 und 3. Zu gegenüberliegen 2 und 3 und auch über Kreuz.
Und jetzt kommt noch 4 zu 4, auch wieder hellblau. Und auch über Kreuz. So, nun kommt die Farbe, die sich nicht abwechselt. In meinem Falle wäre es das Dunkelblau. Und das legt ihr von der Gabel über die erste Gabelspitze. Macht von vorne über 2 und 3 drüber. Und von hinten wieder von der vierten drüber legen, dass es so aussieht. Dasselbe macht ihr mit dieser Gabel. Ihr legt es über 1, gebt von hinten über 2 und 3 und legt es wieder über 4. Dass es so aussieht. Und jetzt schiebt ihr das so ein bisschen runter. Und jetzt hebt ihr die unteren über die oberen drüber. Das heißt, ihr macht 4, 1 über 4, 2 und 3 über 2 und 3 und 1 über 1. Ihr dreht und macht auch hier das untere. 2 und 3 und das vordere. Wer keine so langen Fingernägel hat oder halt nicht so gerne mit den Händen arbeitet und der kann sich einen spitzen Gegenstand dazu nehmen. Ich muss mal gucken, wo ich meinen habe. Ich habe hier dieses, was man für Fingernägel eigentlich nimmt. Diese Dotting Tools heißen die, glaube ich. Ihr könnt aber auch diese hier nehmen. Wobei viele wissen ja, wie ich zu diesen stehe, dass ich die halt nicht so toll finde. Also ihr könntet auch die nehmen. So, wie gesagt, damit euch drüber heben. Nun geht es weiter mit dem ersten Bespannen, was ihr wieder hattet, von 1 zu 1, von 2 und 3 zu 2 und 3 und von 4 zu 4. Da habt ihr ja vorhin das mit dem hellblauen angefangen, also kommt jetzt das rosafarbene. Ihr spannt es von 1 zu 1, diesmal nicht über Kreuz. Das über Kreuz war nur, damit wir von dem Armband den Abschluss haben. 1 und 1, 2 und 3. Zu 2 und 3 und 4 zu 4. Und jetzt hebt ihr die unteren wieder drüber. Den dunkelblauen handelt oder bei allen handelt es sich um die Jelly Rainbow Gummibänder und die sind doch ziemlich straff. Deswegen benutzt ruhig, wenn ihr auch diese habt, einen spitzen Gegenstand. So, nun kommt wieder das dunkelblaue an die Reihe. Das heißt, ihr legt es über 1, ihr legt es über 2 und 3. Und ihr legt es über 4, damit es so aussieht. Ihr dreht die Gabel und macht es auch auf dieser Seite über 1,
über 2 und 3. Und von hinten über 4. Und nun hebt ihr das untere wieder über die oberen drüber. Und drehen. Und schiebt das Ganze runter. Und fangt wieder an. Zuerst hattet ihr ja das hellblaue, jetzt rosafarben, also kommt jetzt wieder hellblau. Ihr spannt wieder von 1 zu 1, 2 und 3 zu 2 und 3, 4 zu 4. Und ihr hebt wieder drüber. Ihr dreht. Und ihr fangt wieder an mit eurem Dunkelblau. Ich zeige es euch noch einmal. Also ihr wechselt immer ab zwischen 1 und 1, 2, 3 zu 2 und 3, 4 zu 4. Drüber heben und dann fängt das Dunkelblaue wieder an. Über 1, über 2 und 3, über 4. Ihr dreht die Gabel. 1, 2 und 3 und 4. Und ihr hebt das untere wieder drüber. So, und ihr seht, hier unten kommt so langsam euer Muster von dem Armband raus. Na, man sieht es noch nicht so gut. So, ihr macht jetzt weiter. Und zwar war hier hellblau, also kommt jetzt wieder rosa. Und ihr macht es jetzt so lange, bis das Armband um euer Handgelenk passt. Deswegen gebe ich auch nicht gerne die Anzahl der Gummibänder bekannt, weil jeder eine andere Handgelenkgröße hat. Und wenn ich jetzt sagen würde, ihr braucht davon 20, davon 30, davon 30 und im Endeffekt habt ihr euch die Mühe gemacht und es passt nicht, dann kommen nur die bösen Kommentare und das möchte ich halt vermeiden. Ich fotografiere euch immer ja, die ganzen Sachen, die ihr für ein Armband benötigt. Ich lege die Farben auch so hin, wie ich sie benutzt habe im Video und die Anzahl müsst ihr dann halt für euch herausfinden. So. Dann würde ich sagen, macht ihr jetzt so lange, bis euer Handgelenk, ja, oder bis das Armband um das Handgelenk passt. Und dann zeige ich euch, wie wir das Ganze, ja, zum Abschluss bringen. Bis gleich. So, so sieht das Armband dann aus. Und es ist auch schön dick, wie ihr sehen könnt. Gut, es ist noch ein bisschen dicker, weil ich ja, wie gesagt, diese Jelly am Gummibänder habe, dann wird das allgemein noch irgendwie so ein bisschen dicker, habe ich das Gefühl. So, und ihr endet ganz normal bei der Gabel so, dass auf der ersten 1 liegt, auf den 2 und 3 1 und auf der vierten und auf der anderen Seite ist es ja das gleiche Spiel. Und ihr macht jetzt einfach das, ihr hebt jetzt das Gummiband von der vierten Gabelspitze auf 2 und 3. Und das von der ersten Gabelspitze auf 2 und 3.
Und auf der gegenüberliegenden Seite macht ihr das gleiche Spiel. Ihr hebt 4 auf 2 und 3 und ihr hebt 1 auf 2 und 3, dass es so aussieht. Und jetzt gebt ihr das untere Gummiband über die zwei oberen. Ihr dreht die Gabel, auch hier das untere über die zwei oberen. Zieht das Ganze lang. So, jetzt nehmt ihr wieder das untere über das obere, in der Mitte ablassen und auch hier das untere über das obere ablassen. So, jetzt nehmt ihr entweder euren spitzen Gegenstand oder euren Hook und nehmt einmal von der Eingabel das auf eure Hookspitze. Und das von der anderen Gabel auch. So, jetzt habt ihr das hier so drauf. Jetzt nehmt ihr euren C-Clip. Und klickt diesen ein. Macht es ab. Kontrolliert nochmal, ob es schön fest ist. Geht ihr auf die andere Seite, da stehen hier diese zwei blauen ab, das waren die, die wir zuerst gespannt haben. Mal gucken, ob das dann die sind. Ne, da bewegt sich nichts. Dann nehmt ihr diese beiden, könnt ihr auch hier auf euren Hook machen und klickt auch hier den C-Clip ein. Und fertig ist das Armband. Ein schönes Muster. Ich denke, da kann man auch sehr viel mit Farben wieder in der Mitte spielen. Ich glitzer überall durch die Gummibänder. Ich denke mal, ich drehe noch ein Video, wie man es mit anderen Farben zu einem ganz anderen Armband machen kann. Und ja, so sieht es aus. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachgestalten und freue mich natürlich über ein Däumchen nach oben. Und ja, schaut auch mal in meine anderen Videos rein und ich freue mich auf das nächste mit euch zusammen. Tschüss!